Wir lernen gerade ziemlich viel. Ich bin mal gespannt. Inwiefern uns das alles hilft. Platz zuweisen. Gegenstand. Rucksack. So, Schnellleiste. Wie war denn... Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Ach so, okay, Inventar. Dann möchte ich jetzt gerne mal bitte... Ach nee. Verzehren soll es ja nicht. Wir wollen es ja in den Rucksack. So, Gegenstand. Markieren von Waren. Markiere Gegenstände als Waren, um sie in einem Rutsch zu verkaufen. Halte den Mauszeiger auf einen Tagegenstand und drücke, um ihn zu markieren. Haben wir ja gemacht. Haben wir uns sogar schon vorhin... Vor nicht mal 2 Minuten haben wir das ja gemacht. Kombinieren mit... Nee, kombinieren will ich ja nicht. Wie mache ich denn... Öffnen, Gegenstand werfen, in Hand halten, Waren hinzu... Ah, nee. Hat man doch gerade. Damit werde ich mich wohl beschäftigen müssen, wenn ich... Ja, wenn die Zeit gekommen ist. Oh, leere Trankflasche, das nehmen wir alles mit. Kleiner Foliant nehmen wir auch mit. Halte RT gedrückt, um das Fensterwahlkreis-Menü zu öffnen und zeige dann Richtung des Inventars, um es zu öffnen. Okay. So, kurz nochmal schauen. Inventar. Was haben wir bekommen? Leere Trankflasche und kleiner Foliant. Lesen. Zu lang haben wir die Quelle als tugendhaften Teil der bürgerlichen Gesellschaft angesehen. Doch müssen wir unseren Blick nur auf die Herrschaft des Quellenkönigs richten, um zu verstehen, welch Chaos diese Magie anrichtet. Eines Tages wird es vonnöten sein, dass ein anderer Orden in die Fußstapfen der Quellenjäger tritt. Quellenmagier können und müssen zum Schwein gebracht werden. Das neue Quellenhalsringmodell von Vredemann hat sich als äußerst effektiv erwiesen. Mhm. Kerzenständer. Ah, damit machen wir Licht. Ansonsten machen wir jetzt hier nicht weiter. Gut. Warum ist jetzt mein Rucksack aus der Schnellleiste raus? Rucksack. So. Ich weiß gar nicht, ob uns das was bringt. Wir probieren es mal. Ach, ich kann mit denen reden, ganz normal. Ich habe schon gedacht. Seid lieber vorsichtig. Ich habe gerne Geduld mit ihm. Okay. So, ist doch nicht zu eng, oder? Der Halsring, meine ich. Aber keine Sorge, ihr Hund muss erst an seine Leine gewöhnen. In the meantime, your next stop will be Magister William. Euer nächster Anlaufpunkt ist Magister William. Ihr Passagier muss in der Passagierliste des Schiffs registriert werden und er ist für diese Bürokratie zuständig. Ihr findet ihn auf der anderen Seite dieses Decks, in der Offizierskartine. Quartieren. Du vollziehst zu erfahren verlangen, warum sie dir dich misstrauisch umsehen und überlegen, in welchem verfluchten Kerker du nun wieder gelandet bist. Mystiker. Hast du einen langen schwarzen... Ach, das ist wegen die Talente. No,
you're alive and you're having a conversation. Nein, ihr lebt und unterhaltet euch. Ihr seid natürlich auf einem Schiff, aber zum Glück für uns beide befährt es das gut alte Meer. Index fingers pressed to her lips. She pauses a moment to give you a scrutinizing gander. My word, you do seem a bit befuddled, don't you? Perhaps I was a bit too generous with that sedative. Meine Güte, ihr seid aber wirklich durcheinander, was? Vielleicht war ich zu großzügig mit den Beruhigungsmitteln. Oh, ihr werdet bald wieder bei klarem Verstand sein, wahrscheinlich irgendwann. Fürs Erste braucht ihr nur zu wissen, dass wir auf dem Weg zur Freudenfeste sind. Es wartet ein neues Leben und wenn ihr ein besonders guter Junge seid, vielleicht sogar die Heilung, das Ende der Quelle, für ein für alle Mal. Warum? Um meines Seelenfriedens willen natürlich. Warum versucht ihr nicht ein paar Quellenzauber zu wirken? Ihr werdet sehen, was geschieht. Große Macht, die sich in dir angestaut hat und dir Gebote stand, bevor du gefangen genommen wurdest. Entfessle sie. Currents of magic surge inside you, boiling, bursting, then breaking, only to fade back into your soul. Der Seele Erde, okay. Nein, sieh sich einer diese konzentrierte Miene an. So viel Wille und doch kein Erfolg. Da habt ihr es. Das ist der Heizring. Er neutralisiert euch sozusagen. Ihr könnt keine Quellenmagie wirken. Um eures eigenen Seelenfriedens willen und des Seelenfriedens der ganzen Welt. Alles klar. So, jetzt möchte ich gerne das... Wie ist denn das, wenn wir jetzt hier die Kerzen ausmachen und uns das Buch... Oh. Groteskes Gefäß einmal aufgehoben. Und... Labor? Was war da? Ja, der geht gerade automatisch hin. Laborausrüstung. Ah. Wir nehmen es einfach mal mit. Mal schauen. Vielleicht braucht man es ja noch irgendwann. Oder auch nicht. Schade, funktioniert nicht. Gut. Bei den Göttern. Hier hat es einen Mord gegeben. Oh nein, ein Mord. Oha, was ist denn hier passiert? Ah, hier, Finn. Ich sehe, was ihr im Schilde führt. Behaltet eure Hände bei euch. Was ist hier passiert? Ich kann nicht fassen, dass das unter unserem Schutz passiert ist. Wir hatten Riesenglück, dass keine leeren Wächter der Quelle gefolgt sind, die das hier getan haben. Ah, sie meinen, dass sie ihn nicht beschützt, sondern eingekackert hat. Fragen, warum sie dich an einem Verbrechen schon machen. Ja. Sie blickt mit einem freudlosen Lächeln zu dir auf. Ich hatte Dienst in eurer Kammer, als der Mord geschah. Ihr habt die ganze Zeit geschlafen, habt euch nicht mal gerührt. Ihr seid einer der zweifellos Unschuldigen auf diesem Schiff, sofern ihr nicht im Schlaf morden könnt, versteht sich. Mit den Schultern zucken und sagen, dass auch das möglich ist. Immerhin bist du ein Quellmagier. Ihr sagen, dass das ein Trick ist, den du noch nicht recht gemeistert hast. Fragen, ob sie auch ihre Mitmagister abklopft. Das könnte durchaus einer von ihnen gewesen sein. Finn wurde von Quellenmagie getötet. Wenn Magister sowas könnten, wären sie keine Magister. Sieht aus, als wäre noch anderen Passagieren gelungen, ihre Halsringe loszuwerden. Und die übrigen, nun, ihr seht die Beweise vor euch. Hört mal, ich könnte jemanden gebrauchen, der sich unter die Passagiere mischt. Uniformen schüchtern sie manchmal ein. Bringt mir eine gute Spur, dann ist eine hübsche Belohnung für euch drin. Was sagt ihr?
Lachen. Glaubt sie wirklich einem helfen, einer von denen, die ich eingesperrt habe, ihr sagen, dass dein Preis deutlich höher liegt? Nein, nicht hier drin. Lasst mich wissen, was ihr, wenn ihr etwas hört. Wer immer das getan hat, ist gefährlich. Alles klar. Werden wir machen. So, die Blutspur führt aber nach hier weg. Gehen wir mal hier rein. Vielleicht finden wir ja hier noch was. Da haben wir ein Fass. Das ist leer. Da haben wir auch noch ein Fass. Das ist auch leer. Ah, Gold. Hier war ein Seil. Wir nehmen einfach mal alles mit, so viel wie geht. So, Treppe, die führt nach oben. Die brauchen wir eher nicht. Aber hier ist die Blutspur leider schon wieder zu Ende. Die Insekten ist nichts. Was haben wir da? Tierhaut. Selbst ein leinhafter Gerber könnte aus diesem Schindfell ein hübsches Stück Leder herstellen. Nehmen wir mal mit. Oh, eine Kuh. Nee, ein Schaf. Mäh. Du verstehst nicht, was dieses Tier sagen möchte. Mit dem Talent Tierfreund könntest du dich sinnvoll mit ihm verständigen. Alles klar. Ich habe bloß kein Talent, was das kann, gerade. Ah, das Schaf könnte uns allerdings helfen. Es könnte vielleicht den Mörder gesehen haben. Das wäre natürlich super. Pauli, Sandy, Lose, ein Hocker. Hier kann man echt viel machen. Die Musik erinnert ihn echt an Diablo, krass. Ja, noch eine Eisenkiste, da ist wieder nicht drin. Reden wir doch mal mit dem hier. Ein Elf hockt in einem dunklen Winkel und spielt müßig mit Würfeln auf einem Fass. Sie klingen wie das trockene Kichern einer Hexe. Was, Schlangenaugen? Sie kichert. Laut überlegen, was sie macht. Ich würfle. Schicksale entscheiden. Wessen Schicksal entscheidet sie lachen? Kann Rinderdam die Zukunft lesen? Oh, Gott sei Dank. Sie mustert dich mit einem leisesten... Was? Sie mustert dich mit dem leisesten Anflug eines schüchternen Lächelns. Man soll aber niemals nie sagen. Na, schönen Dank auch. Wenn sie Schicksale mit Würfeln besiegeln kann, kann sie dann... auch aus Rinderdam die zu beschließen. She eyes you quite seriously. Not the future, no. Die Zukunft nicht, aber die Vergangenheit kann ich in dem Fleisch entnehmen. Das ist einer der Vorteile, eine Elfe zu sein. Ich bin sogar recht gut darin. Ich könnte euch am Arm lecken und euch sagen, wie ihr die vorletzte Nacht verbracht habt. Soll ich? Okay. Ihr wart mit mehreren Quellenmagiern im Keller, als alle schliefen. Lagt ihr wach und habt an jemanden zu Hause gedacht? Jemand ganz Besonderes? Ihr habt in Erinnerung an euch beide zusammengeschwelgt. Das hattest du ganz vergessen, mit großen Augen zugeben. Sie anfahren. Of course it is. The truth's right there, skin deep. Natürlich, die Wahrheit ist gleich da, an der Oberfläche. Keine Sorge, Schätzchen. Euer Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben. Meine Lippen bleiben dieses Mal versiegelt. Aber nur dieses Mal. Magister Victor. Hier hinten haben wir... Knoblauch? Achso, nicht erreichbar. Verschlossen, natürlich. Um eine verschlossene Tür oder Truhe zu öffnen, kannst du den entsprechenden Schlüssel finden, einen Dietrich benutzen oder rohe Gewalt anwenden und Tote können mit ihren knöchernen Fingern Schlösser knacken. Verdammt, warum haben wir keinen Untoten erstellt?
Kiste. Ah, fertiger Schlüssel. Interessant. Dann nehmen wir mal das Knoblauch mit. Das werden wir gegen die Vampire brauchen. Auch wenn keine da sind. Nein, nicht hinsetzen. Ach Mensch. Nein, hör's auf. So. Rohes Vogelbein. Scharf anbraten, damit das Ganze schön saftig bleibt. Ich habe zwar gerade erst gegessen, aber trotzdem. Kochtopf. Alles mitnehmen. Krugwein. Kochtopf. Kartoffelbrei. Kleine Giftflasche. Kann ich nicht öffnen, alles klar. Schauen wir nochmal kurz. Tagebuch. Blinkt etwas auf. Fertigkeiten, Inventar. Kartoffel verzehren. Tagebuch. Dieser Foliant enthält keinen Text. Stattdessen sind auf allen Seiten Zeichnungen von Drachen zu finden. Der Künstler ist nicht gerade talentiert, macht dies aber durch seinen Eifer wieder wett. Tagebuch? Hier. Was bisher geschah? Die Magister, obwohl er ein Quellenmagier ist und einen Quellenheizring trägt, führt Bischof Alexander weiterhin den göttlichen Orden an. Er ist nämlich der Sohn von Lucien. Und man nimmt an, dass er sein Nachfolger als nächster Göttlicher sein wird. Gott, ist das eine Menge Story hier. Oh. Der Halsring. Ich bin durch einen magischen Halsring gebunden, der nicht entfernt werden kann. Mein Halsring erinnert mich daran, starke Quellenmagie zu verwenden. Die Magister glauben, dass ich so keine Gefahr für andere darstelle. Ich bin die Gefahr in Person. Mohahaha. Eher nicht. So, was mit dir? Ach, da sind welche, die gerade reden. Warte mal. Eimer. Schlafsack. Du hast einen Schlafsack mitgenommen. Nutze ihn, um auszuruhen und deine Gruppe zu heilen. Nice, wir haben einen Schlafsack. Ich glaube, einen brauchen wir auch bloß. Matratze. Können wir uns hinlegen. Hocker. Ah, gut. Ich würde gerne mit dem reden. Ja, einer von ihnen. Ein Getreuer des göttlichen Ordens. Sie haben einen Quellmagier umgebracht. Wisst ihr? Sie verstecken zwar die Beweise, aber lasst euch nicht täuschen. Ein stämmiger Zwerg sitzt aufrecht auf der Bank, die Augen geschlossen, die Hände mit den Handflächen nach oben auf den Knien. Sein Bart ist eine Kaskade feiner Zöpfe, in die zahlreiche goldene Medaillons geflochten sind. Er hebt seine Augenbraue, als du dich näherst, öffnet die Augen aber nicht. Hört hin, Junge, hört ihr das? Dass er sich nun gut über den Kind anzurennen. Ihn fragen, was du denn hören sollst. Das Schiff, natürlich. Eine Welle von Geräuschen überspült dich. Das unverständliche Geschwatz der Mitfahrenden, das Knarren in Boden und Decke und das Donnern, Brechen und Rauschen der Wellen um dich herum. Es klingt, als würde das Meer sich beschweren. Und? Ihm sagen, dass ich das Schiff wie ein Kranker. Sagen, dass es mir zornig klingt, als würde das Schiff zum Kentern bringen. Es ist kein Zorn, es ist. Er lauscht und lächelt dann. Erwartung. Sie spürt etwas.
An deiner Stelle würde ich mich auf was gefasst machen, Kumpel. Ist das alles, was ihr hören könnt? Hört genau hin. Sieht plötzlich sehr froh aus. Er haut dir eine große Pranke auf den Rücken und fängt dich mit der anderen auf, als du das Gleichgewicht verlierst. Da, ihr habt es gehört, nicht wahr? Ich wusste es. Ach, das sind gute Neuigkeiten, Junge. Gute Neuigkeiten. Das ist das Rad. Das Rad, versteht ihr nicht? Ihr wundervoller Idiot. Es quietscht jedes Mal, wenn der Steuermann es im Uhrzeigersinn dreht. Wir fahren also nach Osten. Da flammt mir einer den Bart ab. Das heißt ja, wenn wir nur 10,34 Seemeilen zur Freien Feste gefahren sind. Genau. Und die Zahl sagt mir, dass wir uns der Freien Feste nähern und dem, was dahinter liegt. Der Zwerg lehnt sich zurück und streicht sich über den Bart, wobei seine Goldmedaillons lustig klingen. Er rollt mit den Augen und sieht dich dann an. Okay. Dass man so viel quatschen muss mit den Typen, ich finde es ja eigentlich recht geil, aber ich erwarte es schon. Oh Gott, ich habe ein Wasserfass eingesteckt. Einen Sack könnte man vielleicht. Nee, kann man nicht mitnehmen. Eigentlich hatte ich gehofft, dass es hier gleich irgendwie so rund geht, so ein bisschen. Schön kämpften. Aber irgendwie. Die Registrierung, mein Herr. Gut, gut. Magister Williams ist gerade in der letzten Passagier fertig. Alles in Ordnung soweit? Ihn fragen, ob mit ihm alles in Ordnung wäre, wenn er einen Halsring wie ein Hund hätte, gleich zusammen eingesperrt wäre. He tugs the collar of his uniform and chuckles. Sorry, you're upset, sir. But we all wear... Tut mir leid, zu hören, dass ihr bedrückt seid, aber es hat seinen Grund, dass wir alle tragen, was wir tragen. Jetzt geht rein. Williams wird sich rasch um euch kümmern. Geil. In der Mitte des Raums siehst du eine Quellenmagerin, die herablassend ein paar nervös dreinblickende Magister mustert. Sie zielen mit den Armbrüsten auf sie, während sie von einem Wachtmeister befragt wird. Ihr gebt also zu, ihr habt den armen Kerl ermordet? Oha. Sie wendet den Kopf und blickt dir direkt in die Augen. Was? Warum ich? Ihr da, Quellenmark, geht Magisterin Sivan holen. Bei dieser Wahrsagerin reicht kein Halsring. Wir müssen sie in Ketten legen. Dies könnte die ideale Gelegenheit zur Meuterei sein. Der Frau sagen, dass du auf ihrer Seite stehst. Was sie mit hier... Das bedeutet, dass eure Reise bald vorbei ist. Aber wartet das Finale ab, denn... Sie greift nach ihr und entfernt ihn mit Leichtigkeit. Oha. Ich wollte gerade eine Szene machen. Überwältigt sie, Männer. Schnell. Wenn sie Quellenmagie wirkt, kommen dir lernen. Erwachten und machen uns allen ein Ende. Sie lächelt mit grimmiger Befriedigung. So ist es. Oh, what? Ach, jetzt der...